Das Jahr 2021 bringt eine neue Attraktion am Mönchsberg und Neues in den Salzburger Tourismus. Nur wenige Gehminuten von der Mittelstation der Festungsbahn entfernt verbirgt sich der Wasserspiegel. Dieser beherbergt seit Jahresbeginn ein neues interaktives Museum rund ums Trinkwasser. Hier können interessierte Erwachsene wie Kinder einzelne Aktivstationen besuchen, wo einerseits zum Beispiel gezeigt wird, wenn man hineinrutscht in einen Stollen, wie funktioniert eine Leitung, Trinkwasserleitung unter der Erde, wie wird sie verlegt. Gleichzeitig gibt es hier auch wissenswerte Informationen über den kostbaren Schatz Trinkwasser überhaupt, wie hier zum Beispiel das Menschenrecht auf sauberes Wasser. Und es gibt auch ein kleines Labor für Kinder, um hier sozusagen Experimente mit Wasser zu machen. Corona hat in Salzburg vieles verändert, auch im Tourismus. Deshalb wird sich nach der Pandemie Tourismus speziell für die Kunden der Salzburger AG anders anfühlen als davor. Seit 1. Jänner diesen Jahres wird der Wasserspiegel hier am Mönchsberg gemeinsam mit dem Schafberg, gemeinsam mit der Wolfgangseeschifffahrt, gemeinsam mit der Festungsbahn und mit dem Mönchsbergaufzug unter einer starken Dachmarke Salzburger AG Tourismus betrieben und vermarktet. Wir haben die letzten Monate genutzt und haben ein neues Tourismuskonzept entwickelt, denn wir sind der Meinung, dass Tourismus nach der Pandemie komplett anders ablaufen wird, als wir es gewöhnt waren. Das neue Tourismuskonzept berücksichtigt die Digitalisierung ebenso wie einheimische Gäste und Partnerschaften. Das Angebot wird über alle Jahreszeiten gestreut. Dafür gibt es ab dem heurigen Sommer ein gemeinsames Ticket für alle 5 touristischen Schätze der Salzburger AG, von der Schafbergbahn im Salzkammergut bis zum Wasserspiegel am Mönchsberg. Wir haben dieses Jahr erstmals ein 5-Schätze-Ticket, eine Karte, die für alle 5 Attraktionen gilt und kostet für Erwachsene 72 Euro. Das 5-Schätze-Ticket ist ab der Betriebsöffnung aller 5 Attraktionen erhältlich. Mehr Informationen gibt's auf salzburg-bahnen.at.